Herzlich willkommen 350 zu einem weiteren Modrio, und zwar schauen wir uns heute das 3 Almendorf V1 von Pixelfill an. Der Mod ist schon wieder von Nick, kann ich gerne aus dem 7 Workshop downloaden. Als erstes schauen wir uns hier den Pistenplan an. Der sieht so aus. Insgesamt hätten wir hier auf der Map 6 Lifte, 11 Pisten und 2 Hütten. Hütten hätten wir das Gasthaus zum Wäldchen und den Almwirt. Und eine Minimap ist natürlich auch vorhanden. Ja, dann hätte ich gesagt, wir starten gleich hier unten. Ich habe natürlich alles präparieren, beschneiden etc. lassen. Ja, hier hätten wir ein Tunnelportal. NPCs haben wir ja auch auf der linken, rechten Seite hier schon mal einen See. Speicherteich, hier schon mal Einstieg ins Skigebiet. Und hier jetzt ein kleines Dorf. Hier kann man noch rauffahren zu einem anderen Haus hier. Hier drüben haben wir noch einen Bahnhof, den schauen wir uns dann später an. Hier das Dorf so aufgebaut, hier der nächste Einstieg ins Skigebiet hier mit einer größeren Bahn hier. Und zur Dorfbahn, wie man hier gerade gesehen hat. Und hier das nächste Tunnelportal, was ein bisschen schief ist. Ja, dann hätten wir hier unten jetzt einen Bahnhof. Wie man den erreicht, muss ich noch kurz schauen. Anscheinend irgendwie gar nicht, wenn hier die Züge rauskommen. Ja, auf jeden Fall haben wir hier zwei Gleise, die hier ankommen in dem kleinen Dorf hier. Ah, das ist auch ein schönes Teil hier mit den Stromleitungen hier. Das dürften normale Building Plates oder Building Blocks sein, die hier einfach gescaled wurden und rübergesetzt wurden. Weil normalerweise bekommt man nämlich das nicht hin. Ja, dann hätte ich gesagt, starten wir hier vorne bei diesen zwei Bahnen hier. Und hier hätten wir nämlich als erstes gleich den Pfannschlepper und den Waldsteinzweier. Der Pfannschlepper führt noch hier ein kurzes Stück nach oben. Hier ist, wie gesagt, dann der Funpark hier, deswegen auch Funschlepper. Der Zweiersessellift führt hier hoch, über die Piste seitlich hinweg drüber. Hier nochmal ein bisschen hoch, neben der Dorfbahn weg und dann bis hier oben hin. Ja, hier oben ist dann so ein zentraler Punkt im Skigebiet. Hier hätten wir dann auch ein Restaurant und hier jetzt mehrere Pisten. Hier hätten wir die Piste 2 runter und hier nämlich die 1A. Schauen wir uns erst die Piste 2 an. Die kommt hier runter. Geht es hier entlang, wieder bis hier unten hin. So, dann hätten wir hier gleich oben den Wäldchenschlepper. Der führt bis hier oben hin. Ja, hier ist dann neben die Piste 2A noch runter. Die geht es mit der 2er hier wieder zusammen, wie man hier sieht. Dann drüben die andere Seite, die Nummer 1A, was das war, führt hier gerade runter. Kann man links weiterfahren, schauen wir uns gleich an. Führt hier weiter zur Dorfbahn wieder zurück. Hier unten haben wir dann auch noch eine Pistenbullygarage mit ein bisschen Schnee drin. Ja, dann ist hier hinten der andere Eingang zur Bahn. Hier kommt dann noch eine andere Piste runter und hier ist noch zum Öffnen. Die 3B nehme ich hier runter. Aber zuerst schauen wir uns hier oben diese Abzweigung hier an. Und zwar die 10A ist das. Dann hätten wir hier den Spaltlift. Führt dann hier hoch und dann bis hier oben hin, relativ kurz. Dann ist man auch schon hier oben und hier oben hätten wir dann wieder weiter die Nummer 10A, die führt auch hier geradewegs runter. Hier kann man nochmal links wegfahren zur 10B, die auch mit ein paar Schneidlanzen hier gearbeitet. Hier steht noch ein kleiner 100er drinnen. 10B, wie gesagt, kann man hier runterfahren. Hier geht es rüber zur 10C und kommt hier, wie gesagt, noch immer die 10B hier runter. Hier geht es dann weiter mit der 3B. Kommt man hier runter wieder. Hier ist wieder zum Öffnen mit. So, und dann hätten wir hier auch den Hölzchendreier. Der führt hier hoch. Hier über den Bach hier drüber, beziehungsweise den Wasserfall, bis hier oben hin. Hier hätten wir dann links die Piste 3A und rechts die Piste 3. Und hier die 10D. Ja, es gibt A, B, C, D anscheinend. Habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Die führt jetzt hier wieder runter zur 10C. War das ja. Weiter hier oben jetzt die Piste 3. Führt jetzt hier runter. Bis hier unten hin wieder. Dann, wenn man jetzt wieder links wegfährt, hätten wir die Nummer 3A. Hier noch Restaurant, alles etc. 3A hier mit einem großen Fangnetz. Noch ein großes Fangnetz. Läuft dann langsam hier unten hin aus. Ich glaube, viel mehr gibt es jetzt nicht zu zeigen hier auf der Map. Auf jeden Fall eine sehr schöne Map, gefällt mir gut. Und ja, dann hätte ich gesagt, schreibt eure Meinung gerne zur Map in die Kommentare. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal und damit ciao, Leute, und...